Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu King's Quest. So, wir spielen Chapter 4. Das ist ja vorgestern, ich weiß nicht, wie ich uploade, rausgekommen. Und ich dachte natürlich, wow, King's Quest Chapter 1, 2 und 3 war so geil. Und da müssen wir jetzt natürlich weiterspielen. Und Chapter 4, die ersten drei Teile sind auf meinen Kanal nicht gekommen. Ich werde den Livestream aber nochmal spielen. Ich habe es aber selber gesuchtet. Und wir machen jetzt einfach ganz normal weiter bei Chapter 4. Und vielleicht lade ich die anderen drei nochmal irgendwann hoch. Aber na gut, wir drücken erstmal auf Spielen. Also los geht's. Achso, ja, beginnen. Zack. Dran. Cram, wach auf. Pizzageschmack Weingummi. Ich schlafe. Schlafe ganz tief. Oh, schlaf nur weiter. Ich sehe nach den Zwillingen. Ja, und damit geht es los. Und watschen hier erst mal ein bisschen durch den Raum. Und bis hier habe ich es gestern schon mal angespielt. Ich wollte einfach nur einfach mal reingucken. Ich war so gehypt, aber ich hatte gestern halt überhaupt keine Zeit. Und ihr seht schon, wir liegen auf den Sachen und genau das passiert, wenn man dagegen rennt. Und ich denke, ja, wir wollen halt nach den Zwillingen schauen. Was soll ich tun? Was möchtest du haben? Hier dann drehen. Genau, super. Jetzt darüber und bloß das andere Kind nicht wecken. Scheiße, jetzt sind wir beide wach. Okay, das war nicht so gut. Nicht dein Geschmack? Ach, du erfreust dich daran nicht. Möchtest aber wahrscheinlich im Allgemeinen erstmal. Oder kann ich hier nicht mit Leertaste irgendwie auch was aufnehmen? Oh. Ist ja seltsam so hier. Langsam voll mit diesem ganzen Babyzeug. So, aufnehmen kann ich aber nichts, ja. Gut, das ist halt Feuer. Da wird nichts sein. Beziehungsweise ich weiß, dass da nichts ist. Da kommen die benutzten Fläschchen rein. Das könnte man ja rein theoretisch einmal machen, aber. Sie ist so süß, wenn sie schläft. Da ist ja jetzt Ansichtssache. So und jetzt. Das andere Kind. Was soll ich tun? Was kann ich dir bringen? Wo ist dieses Merkblatt? Brauchst du Ablenkung? Bist du hungrig? Oh, du riechst wie ein Pferdestall. Wir hätten nie zur Schnauzermilch wechseln dürfen. Okay, sehr interessant. Du wirst diese Musik noch lieben. Gut, gebracht hat es jetzt nichts, denn müssen wir wohl. Achso, ihr warmes Wasserfläschchen. Am Kamin ist es so gemütlich. Irgendwie so Kinder, das war schmeiß. Gut, das lassen wir auch lieber. Okay, da liegt was, da liegt was. Stoffwindeln, der Traum jedes Vaters. Genau, super. Stoffwindeln und was liegt daneben? Bio-Schnauzermilch. Man kann den Unterschied schmecken, heißt es. Okay, und jetzt? So. Ich sollte das zuerst in ein Fläschchen tun. Okay, erst eine Flasche. Dann müssen wir die Flasche wahrscheinlich noch erwärmen. Lecker.
Ich hasse Milch, muss man vielleicht dazu wissen. Ist ganz schön kalt. Das habe ich mir schon gedacht, dass es kalt ist. Darum schmeißen wir es ins Feuer. Immer noch kalt. Achso, immer noch kalt. Könnte wärmer sein. Vielleicht, keine Ahnung, so als Anzünder ein paar Stoffe nennen? Nee. Oh, jetzt sieht's warm aus. Sehr schön. So, und zack, Fläschchen. Fläschchen. Willst du nicht? So, jetzt. Warum ging es denn eben nicht? Ich weiß, ich hätte auch lieber einen Burger. Okay. Oh, ich kann das nicht hören. Ich kann das. Bist du wirklich nicht wach, Melanie? Du hast recht. Ich schaffe das. Oh, es mussten ja Stoffwindeln sein. Irgendwie geht es heulen langsam wirklich auf die Nerven. Alles sauber. Wie fühlt sich das an? Oh, wirklich. Also das pennt jetzt, ja? Dieses andere ein bisschen. Das kriegt jetzt ein bisschen Milch los. Und runter damit. So ist es richtig. Jawohl, Zeit für ein Bäuerchen. Okay. Natürlich. Ich okay. Ich freue schon drauf, wenn wir zusammen Bogen schießen und Abenteuer erleben und in der Nacht endlich wieder schlafen. Zwillinge sind toll, haben sie gesagt. Ein echter Segen. Aber sie haben nicht gesagt, wie schwer es ist, sie zum Schlafen zu bringen. Wo wäre ich jetzt gegenrannt, ey? Ich wäre ausgerastet. Ich sollte das zuerst in ein Fläschchen tun. Was? Hat es jetzt auch Durst oder wie eben? Noch nicht. Aber jetzt. So, jetzt Escape, so, zack. Okay. Jetzt können wir jetzt mal überspringen. Wir fleißig. Verbrennen geht nicht, oder? Ich will es jetzt aber nicht probieren. Dazu ist das Geschrei einfach zu nervig. Deine Bestellung ist fertig. Was könnte dich sonst stören? Gewickelt haben wir es doch schon. Okay, mein Prinz. Ich habe eine Idee. Bitte. Achso, wir können es mitnehmen, das Kind. König bin ich, doch du bist mein Prinz. Verwirrt dich. Verdammt! König bin ich, doch du bist mein Prinz. Verwirrt dich das Leben, dann geb ich dir Tipps. Dein Ziel ist der Thron, mein Reich ist dein Lohn. Ich lieb dich für immer, mein Sohn. Ich bin dein Bogen, du bist mein Pfeil. Gib auf dich Acht auf den Reisen derweil. Wir spielen mit Worten, auch rätseln wir schon. Ich lieb dich für immer, mein Sohn. Ist die Quelle mal... Verflixt! Fuck. Bitte nicht nochmal alles von vorne. Ist die Quelle... meines Muts, die Feder meines Huts, und ist mein Leben alt und verdorrt, du setzt es fort. Schläfst du ganz friedlich, geb ich dir einen Kuss. Am Morgen gibt's Honig und Kuchen mit Nuss. Mit viel Schoki und Mohn
Ich sagte es schon, ich lieb dich für immer, mein Sohn. Oh, hab ich was zwischen den Zähnen? Warum? Hast du ein Date? Vielleicht. Hab sie noch nicht gefragt. Geht es um Gardist Nummer 3? Keine Chance. Ich hab sie auch schon mal gefragt, aber sie meinte, ich sei nicht ihr Typ. Vielleicht will sie eher was Muskulöseres. Du meinst dich? Du siehst doch aus wie ein Zirkuszelt. Na, wenigstens ziehe ich mich nicht so lächerlich an wie du. Deine Kette ist gewöhnlich und billig. Deine Kette ist gewöhnlich und billig. Du siehst aus wie eine Mülltonne mit einem Clown drin. Ich würde ja sagen, bewacht die Brücke. Aber das wäre eine Beleidigung für die Trolle. Ich höre jedes Wort. Das ist euch schon klar, oder? Oh, Mist. Ich dachte, das wäre Gardist Nummer 4. Ich höre alles. Sie wissen schon, dass Sie genau dieselbe Uniform tragen, oder? Das Modell vom letzten Jahr. Tja, nicht jeder kann so mit dem neuesten Modetrend gehen wie wir, Larry. Und rauf! Hast du das gehört? Was gehört? Zurück, Eindringling! Das ist die letzte... Das ist weit genug! Zur Seite, Schwachköpfe! Steckt die Schwerter weg, oder ihr sterbt. Niemals! Niemals nicht! Also dann, legt los! Knieschluss! Kinder großzuziehen wird sicher unser größtes Abenteuer. Das ist klar. Träum schön, Schatz. Hol die Babys! Von plötzlichen Bewegungen abraten. Manni? Nein. So nennen mich meine Freunde. Für dich gilt jedoch mein vollständiger Name. Mannen. Was ist mit dir passiert? Sagen wir, mein Verstand ist mir entwachsen. Also sag, was du von mir willst. Graham, es dreht sich nicht alles um dich. Bleib weg von ihnen! Wir wollen sie doch nicht aufwecken, wo sie doch so tief und fest schlafen.
Hey, kleiner Mann. Du siehst aus, als brauchst du einen Freund. Ach, du bist ja das Spiegelbild deines Vaters. Das müssen wir ändern. Tu nicht weh. Was willst du? Ich gebe dir alles. Was ich will, ist, dass eure Familie den Schmerz spürt, den ihr Menschen mir zugefügt habt. Ihr sollt wissen, wie es ist, in einer Welt aufzuwachsen, die einen ablehnt. Und das Kind, den kleinen, wie ist dein Name? Alexander! Nein, das klingt nicht gut. Zu gewöhnlich, nicht inspiriert. Wie wäre es mit Gwydion? Das klingt eher nach einem Sklaven, oder? Wenn du die Krone willst, nimm sie! Aber lass die Babys in Ruhe. Mach dir nichts vor. Ich müsste nur mit den Fingern schnipsen und ihr wärt alle tot. Aber das wäre langweilig. Und es wäre auch nicht sehr königlich von mir. Nein, ich verdiene mir die Krone, die du mir gestohlen hast, Graham. Ich beweise, dass ich besser bin als du. Und vielleicht mit einem klügeren Vater könnte dieses Kind für einen Wandel sorgen. Nein, tu es nicht. Keine Sorge. Eines Tages fordern wir sein Geburtsrecht ein. Und wenn unser kleiner Gwydion den Thron besteigt, wird er die Rechte von Daventry besser vertreten. Für alle Spezies. Auf keinen Fall! Ich finde dich! Versuch's.